Herzlich willkommen zurück in Elderheim. Wir haben in der letzten Folge hier oben einmal dieses Haus hier fertiggestellt. Da wohnt jetzt der liebe Torik drin. Und in dieser Folge werden wir hier noch ein Haus bauen. Dafür hatte ich mir jetzt überlegt, einmal diese Kante hier wegzumachen. Und dann werden wir hier die neue Kante fürs neue Haus setzen. Das geht ungefähr bis hier hin. Genau, und erstmal wollte ich auch eigentlich so eine ganz klare Kante hier machen. Hier möchte ich nämlich gerne das Wasser weiterleiten, was dann hier runter geht. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Soll nämlich dann hier so lang? So. Und dann wird es hier einfach nur runtergespült und nach dort unten, so wie es jetzt ist. Wo wir eigentlich auch schon hier das freilassen können. Und das machen wir bis hier hin. So. Genau, da kommt ein neuer Wasserfall hin. Wir lassen das schon mal so aussehen. Und so. Ja, doch, ich glaube, das müsste so ganz gut funktionieren. Hier machen wir den Wasserfall so. Hier knipsen wir mal kurz, oje, das Wasser ab. Dann führen wir hier den Weg weiter, damit es hier gleich rausführen kann. Genau, das müssen wir jetzt eigentlich auch zumachen, oder? Oder wir machen das so. Dann machen wir hier eine Stütze hin. Dann brauchen wir gleich noch Treppen. So und so. Okay. So. Oh, das funktioniert nicht gut. Müssen wir hier nochmal ein bisschen was nachsetzen. Okay, machen wir es halt so. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Wäre aber besser, wenn es natürlich hier noch rausgeht. Ja, das ist cool so. Jetzt brauchen wir hier noch mal kurz eine. Mist. So und so. Dann hier runterfallen lassen. Hier eine Treppe, dort eine Treppe. So, dann sieht es noch ein bisschen runder aus. Finde ich cool. Dann setzen wir das Haus hier nämlich, oder zumindest die Mauer von dem Haus, setzen wir dann natürlich auf dieselbe Ebene wie das Wasser hier. So, da kommt dann die Decke drauf. Und dann der Zwerg dafür zuständig, dass der hier das Wasser kontrolliert. Der oben hat ja die Aufgabe, einfach nur das Wasserrad am Laufen zu halten für irgendeine Maschine, die ich mir auch noch überlegen muss. Wird auch noch spannend, was ich mir dafür überhaupt überlege. Und der hier wird einfach nur die Wasserkontrolle so gesehen sein. So, oder? Ja, oder? Ist doch ganz cool. Machen wir das mal hier weg. Dann fangen wir hier drüben an. So. Machen wir das hier weg, oder? Genauso wie das hier, oder? Nee. Nee.
Das muss hier wieder hin. Und dann müssen wir hier das so verbinden. Hier natürlich die Erde weg. So. Dann kommt das jetzt so drauf. Okay. Machen wir hier noch eine Abgrenzung hin? Nee, ne? Oh nein, es gefriert ja hier. Wir könnten... Ich weiß nicht, ob es dann nicht gefriert, aber wir könnten ja mal versuchen, hier das nochmal zu überdachen. So. Hier machen wir natürlich das auch so hin. 2, 2, 2. Und dann kommt hier das Dach drauf. Hier kommt Wasser hin. Ja, hoppala, das war jetzt blöd. Oh, hier gefriert es auch schon. Machen wir das mal ganz grob jetzt einfach. So. So. Dann schmeißen wir hier nochmal so ein bisschen Erhöhung drauf. Das war falsch. Das war auch falsch. Ja, und dann können wir hier eigentlich nochmal in der Mitte so hochgehen. Ja, finde ich ganz gut so. Ist nur die Frage, ob es hier dann nicht mehr gefriert. Hier halt schon, okay. Können wir ja hier nochmal das so drüber setzen. Genau. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal so ein Haus bauen, weil ich fand das hier oben irgendwie richtig cool. Dafür brauchen wir dann auf beiden Seiten 7 Platz. Also, machen wir hier an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das waren jetzt 6. Kann aber hier die Wand hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das dann auch nochmal auf dieselbe Länge und hier hin kommt das. Und jetzt noch hochziehen. Wie hoch hatten wir es denn hier oben? 1, 2, 3, 4. 1, 2, ah ja doch, 4. So. Genau, und auf die vierte Ebene kommen dann die Slabs drauf. Genau, das könnte ich jetzt eigentlich ja auch noch so ein bisschen im Berg versinken lassen, aber... Ich meine, wir haben ja so ein bisschen Platz und es sieht vielleicht auch gar nicht so schlecht dann gleich aus. Außer vielleicht hier so am Berg, da müssen wir gleich mal gucken, wie das so wirkt. Ja, da müssen wir das Dach auch so ein bisschen verschwinden lassen. So war das, ne? Das hier weg. Das kommt auch weg. Dann machen wir mal. Hoppala. Das. Nee, hä? So, dankeschön. So, und jetzt kam ja der gesamte Block da oben drauf. Ich mache erstmal eine Umdrehung hier so. Hoppala. In die Mitte kann man ja dann nochmal so ein kleines, eine ganz kleine Erhöhung machen. So, das ist nämlich die Mitte. Mhm.
Ja, das finde ich eigentlich so ganz cool. Das können wir so lassen. Dann machen wir hier etwas größeres Dreierfenster hin. Hoppala. Oh ja, das finde ich gut. Dann kommt hier der Eingang hin. Auch hier kommen wieder so kleine Fenster rein. Also erstmal wieder slash time set 0. Dann hier, wo ist denn die Mitte? Hier ist die Mitte. So. So. Der bekommt diesmal kein Lagerfeuer. Der bekommt diesmal hier ein Bett hin. Müssen wir mal gucken. Bett. Nehmen wir wieder das Bett. Aber der kriegt diesmal hier. Nee, nicht so, sondern. Der soll so rausgucken. Kommt da sein Bett hin. Hier kommt die Küche hin. Die machen wir einen kleinen Tucken größer. So. Da kommt dann auch wieder eine Steinplatte drauf. Sein Tisch kommen, oder den Tisch stellen wir für ihn dann hier hin. So. Dann brauchen wir einen Teppich. Zack. Dann brauchen wir ein Fenster. Wir brauchen Glas. Irgendwann lerne ich es bestimmt mal. Oh, der bekommt hier so ein türkises Glas. Passend zu der Decke auch. So. Die Tür kann man auch direkt mit reinmachen. Da kommt dann noch ein Schild hin. Was ist denn das hier? Da bekommt er auch noch gleich seinen Namen. Dann braucht man noch ein... was nehmen wir da? Wir stellen hier so ein Bücherregal hin. Dann kriegt er hier noch so ein Lesepult. Oder machen wir das da drüben hin? Nee, ich glaube, das lassen wir so. So und so. Dann, genau, Kessel und sowas kriegt er natürlich auch nochmal hier mit hin. Diesen Braustand, den würde ich ganz gern unten bei ihm mit hinsetzen. Der bekommt 2 Blumen. Hier darf natürlich das Pilzlicht nicht fehlen. Das machen wir auch mit diesen Ranken dann wieder zu. So. Genau. Hier in der Ecke hätten wir auch noch ein bisschen Platz. Ich weiß gar nicht, was könnten da hinpassen. Eigentlich könnten wir ihm da so einen Schrank hinstellen. Nee, hoppala, so. Obwohl, nee. Das machen wir mal ganz anders. So und so. Dann kommt da eine Tür vor. Hoppala. Achso, von der Seite muss ich natürlich dann gucken. So. So, dann hat er hier so ein kleines Kämmerchen für seine Truhe. Zack, zack. Hoppala. Ah, das ist natürlich doof, dass sich das so verbindet. Und das vielleicht so rausnehmen. Machen wir das so. Hat er da einen Schrank, da was zum Lesen. Hier ist seine Sitzecke, wo er nach draußen gucken kann. Dann haben wir das hier oben soweit fertig. Ist nur die Frage, komme ich denn... Oh ja, hier ist gut. Hier ist ein sehr guter Platz sogar. Hier geht es dann für ihn nach unten.
Mit einer Leiter. So. Brauchen wir auch hier wieder eine Falltür. Auch wieder die Fichtenfalltür. Zack. Okay, und dann hat er hier unten halt den Platz zum Arbeiten. Wir machen das erstmal hier zu. Damit man am besten gar nichts mehr sehen kann in dem Video. Finde ich perfekt. So. So. Und so. Hoppala. So. So. Dann natürlich hier die ganzen Wände. Die müssen alle aus dem Stein sein. So. Dann sind wir jetzt schon wieder fast am Ende der Folge. Aber wir machen noch diese eine Wand hier fertig. Und hier auch noch. Dann hat er hier einen Dreier-Durchgang, das finde ich ganz gut. Hier über. Eieiei, das ist ja richtig duster hier. Ich setze hier überall mal ein paar Leuchtmittel hin. So. Und hier die Wand müssen wir auch noch vollständig machen. So. Ach so, hier wäre es vollständig. Okay, perfekt. Machen wir hier einen Zweierdurchgang. Machen wir mal so. Sieht eigentlich ganz angenehm aus. Genau, und dann brauchen wir hinten noch... vielleicht so. Und so. Nochmal so Fenster einfach in der Mauer. Da können wir ja Gitterstäbe reinmachen. Hey, dann sieht es vielleicht ein bisschen zu sehr nach Knast aus, oder? Ja, sieht ein bisschen zu sehr nach Knast aus. Wir nehmen die Fensterscheiben. So. Oh ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Das finde ich richtig gut. Boah. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut wird. Hängen wir nochmal Lichter auf. Können wir hier theoretisch das so machen? Ah, oh oh. Oh oh. Das war ja jetzt richtig blöd. So. Ich wollte das so und so machen. Perfekt. Und dann hat man ja eigentlich auch noch den Platz, um außen rum so ein bisschen zu laufen. Damit man da noch so eine kleine Verteidigung hat. Also nicht Verteidigung, also der guckt halt einfach nur runter, ob irgendwas los ist. So der zweite Job, den jeder Zwerg hier hat. So, als Namen. Was nehmen wir denn da? Vielleicht sowas wie Ungrim? Oh, das wird's erstmal. Ungrim. Perfekt. Dann war's das mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.